Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Weiterentwicklung des Redispatch 2.0. Endlich passiert da nämlich mal was. Wir erinnern uns ja, dass wir zum Oktober 2021, das ist jetzt 3 Jahre her, das Inkrafttreten der Redispatch 2.0-Regelungen hatten. Seitdem gab es ein paar Schritte zurück, gerade auch im Kontext des bilanziellen Ausgleichs. Aber jetzt haben wir am 26.09.2024 endlich eine Konsultation von Eckpunkten zur Fortentwicklung des Redispatch 2.0 bekommen. Kleiner Hinweis, die Eröffnung eines Fortentwicklungsverfahrens ist auch schon vor einem Jahr passiert. Seitdem sind da auch ein paar Veröffentlichungen gekommen, also vor allem Gutachten und Präsentationen. Es gab einen Online-Workshop, aber hiermit haben wir jetzt praktisch die offizielle Konsultation für die eigentliche Fortentwicklung. Hier wird auf der Seite selbst bei der Beschluss 6 erstmal die Historie nochmal beschrieben, wie das Ganze so vorangeschritten ist, dass wir uns in der sogenannten BDW-Übergangslösung befinden, dass der bilanzielle Ausgleich, der ja eigentlich durch die Netzbetreiber über den Redispatch-Bilanzkreis laufen sollte, eben nicht gelebt wird, außer in der Höchstspannungsebene, wo ja der alte Redispatch praktisch herkommt, ne, bei den Übertragungsnetzbetreibern. Und so, dass eben der bilanzielle Ausgleich auf der Verteilnetzebene im Großen und Ganzen durch die Bilanzkreisverantwortlichen immer noch gemacht wird und die dann eben einen, ja, hier steht es auch, Aufwandsersatz praktisch von den Netzbetreibern bekommen. Dann ist eben vor einem guten Jahr hier das Go gekommen für das Festlegungsverfahren, das Ganze weiterzuentwickeln. Und dann gab es hier im März das Gutachten und danach noch im Mai den Online-Workshop. Jetzt haben wir darüber hinaus in dem Referentenentwurf für das Energiewirtschaftsgesetz und Co., den werden wir uns auch noch zeitnah angucken, vielleicht nächste Woche, ein paar Regelungen, die sich auch mit dem Redispatch beschäftigen, wo im Großen und Ganzen nämlich bis Ende 2031 der bilanzielle Ausgleich im Prinzip fest auf den Bilanzkreisverantwortlichen gesetzt wird. Wie gesagt, im Großen und Ganzen außer in der Höchstspannungsebene, also das ist alles hier nur Verteilnetzebene, grundsätzlich durch den BKV. Und dass es aber auch sowas wie Übergangsregelungen dort geben soll. Also wir werden uns, wie gesagt, die Regeln da nochmal genauer anschauen. Im Referentenentwurf, der ist auch noch nicht beschlossen. Aber in der Weisheit zu sehen, dass da wahrscheinlich ein Gesetzesbeschluss noch kommt, soll jetzt eben auch hier schon mal das Weiterentwickeln der Redispatch-Regeln voranschreiten. Und dementsprechend sind wir jetzt in einer Konsultation, mit der schon Sachen ausgearbeitet werden sollen. Und man ist sich hier bewusst, das steht dann hier auch in den Absätzen, es kann durchaus sein, dass bei einer Anpassung des Referentenentwurfs vor Gesetzesbeschluss hier auch nochmal dann die Regelung innerhalb der Marktregelebene, wenn der Beschlusskammer, dann sich auch nochmal anpassen müssten. Naja, so. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt eine Zeit bis November. Bis zum 4.11.2024 läuft die Konsultation zum Thema Write-Entwicklung Redispatch 2.0 mit diesem Konsultationsdokument hier unten. Da gehen wir dann auch gleich noch rein. Vorher, kleiner Hinweis. Es ist ja nun hier darauf hingewiesen worden, es gab die Eröffnung dieses Verfahrens, es gab das Sachverständigengutachten und so weiter. Wo ist das denn? Man geht zur Beschlusskammer 6. Dann ist man hier bei einer Übersicht. Man findet jetzt hier auch verschiedene Fachthemen, ne, neben den Verfahren hier oben. Und diese aktuelle Seite, bei der wir am Anfang waren, finden wir hier verschiedene Fachthemen und anderem Systemdienstleistungen. Klicken wir einmal drauf. Dann finden wir hier neben also Regelenergie und Co. und anderem auch Redispatch Einspeisermanagement. Klicken wir da drauf. Und dort finden wir dann Kategorien und anderem Redispatch 2.0, ne, also weiter unten. Gibt es da ja auch noch so ein paar andere Hintergründe von davor, aber wir sehen hier unter anderem auch unsere Historie der Redispatch 2.0 Beschlüsse und haben hier auch BK6 23241, das Festlegungsverfahren zur Fortentwicklung des Redispatch 2.0. Und hier gab es dann unter anderem eben eine Verfahrenseröffnung, das Sachverständigengutachten, den Workshop, wo wir auf die Folien zugreifen können und die jetzt gestartete Konsultation. Also der Punkt hier unten, das ist das jetzt gerade gezeigte Dokument oder die Mitteilung.
mit der Konsultationseröffnung. Die Verfahrenseröffnung damals, ne, 7.9.23, sagt im Großen und Ganzen, wir müssen hier mal was weiterentwickeln. Es gibt da verschiedene Marktteilnehmer, die schon was gesagt haben, also Branchenverbände. Und ja, jetzt machen wir hier mal langsam aber sicher einen Start. Dann gab es das Sachverständigengutachten. Auf 40 Seiten hat hier Consentec vom März 2024 zusammengefasst, wie das Ganze jetzt aussieht und wie es sich weiterentwickeln könnte. Na, das wird hier im Großen und Ganzen bewertet. Und am Ende noch mal ein bisschen auf Fragen eingegangen. Also wer sich ausführlich mit den Inhalten und der Weiterentwicklung des Redispatch 2.0 beschäftigen will, für den ist dieses Gutachten auf jeden Fall ganz, ganz hilfreich. Weiter unten in der Verlinkung gab es dann auch hier die Folien zum Online-Workshop. Einmal hier BNSA und einmal hier noch die Consentec-Folien. Im Großen und Ganzen bei der BNSA steht da, ja, wir müssen mal was machen. Ne? Wir haben Probleme beim bilanziellen Ausgleich, weil das im Großen und Ganzen nur Pilotprojekte waren, die es überhaupt gemacht haben. Der bilanzielle Ausgleich auf der Höchstspannungsebene ist aber gut. Ansonsten bitte weiter digitalisieren, also klingt sinnvoll. Planwertmodell durchaus sinnvoll, Prognosemodell muss auch ein bisschen weiterentwickelt werden. Die Hintergründe davon, dieses Video hier auf YouTube ist in einer YouTube-Playlist namens Redispatch 2.0. Da findet ihr ja Videos von vor über 3 Jahren, wo ich diese Begrifflichkeiten auch mal ein bisschen erklärt habe, wer sich da nochmal mit reinlesen will. Ansonsten findet ihr auch bestimmt an anderen Stellen dazu Erklärungen. Gleichzeitig, ne, wir müssen jetzt Anreize schaffen für den ordentlichen bilanziellen Ausgleich und allein die Teilnahme, ne, Standardlieferung Code. Da habe ich euch ja damals auch Zahlen gezeigt, wie langsam die ganzen Hunderttausenden schlussendlich von Anlagenbetreibern, die plötzlich Redispatch mitmachen müssten, über die Daten an die ja auch neu betroffenen Verteilungsbetreiber geschickt haben. Das war echt kein besonders starker Start. Und hier wird also gesagt, ne, wir müssen hier was machen. Okidoki. Dann gab es eine Präsentation wieder von Consentec rund um das Sachverständigengutachten. Da findet ihr dann hier immer so ein paar Zusammenfassungen dazu. Das ist eigentlich ganz prägnant, wo dann auch hier jeweils nochmal darauf hingewiesen wird, wir müssen was machen, um hier jetzt eben voranzuschreiten. Höchstspannungsebene, also ÜNB-Ebene, läuft soweit, VNB-Ebene muss sich weiterentwickeln. Das ist im Großen und Ganzen das Ergebnis hier raus. Und dann haben wir ja, wie ganz am Anfang schon gesehen, in der Konsultationsveröffentlichung, die wir ganz am Anfang uns angeschaut haben, dass hier unten ja ein Konsultationsdokument ist und das sind dann eben diese 15 Seiten vom 26. September 2024. Hier wird am Anfang nochmal darauf hingewiesen, was wir schon im Text gelesen hatten, wir müssen jetzt mal was machen. So, Konsultation heißt, wir hätten jetzt gerne Rückmeldungen. Bitte begründen Sie auch Antworten, damit die Beschlusskammer das in Abwägung einfließen lassen kann. Wir finden nämlich nachher unten einerseits Feststellungen von der Bundesnetzagentur und dann aber auch so Rückfragen an die Branche. Und genau das wäre dann eben auch zu beantworten. Bis zum 4.11. per E-Mail an poststelle@. So, und dann werden die verschiedenen Aspekte aufgerufen. Bilanzierungsmodell zum Beispiel, ne? Wo dann auch nochmal darauf hingewiesen wird, ÜNB-Ebene cool, VNB-Ebene muss man mal was machen. Es gibt dann hier immer in normaler Schriftart so ein bisschen nüchterne Betrachtung, dann in Kursiv eine Begründung durch die Beschlusskammer, wo man dann eben auch noch was sagt, ja, Planwertmodell ist grundsätzlich natürlich toll, dafür müssen aber verschiedene, zum Beispiel ja, Datenlieferungen ordentlich laufen und im Prinzip brauchen wir dafür die wirklich gut vorangeschrittene Digitalisierung mit Echtzeit-Informationsaustausch und so weiter. Das ist noch nicht Realität, offensichtlich nicht. Also muss hier also ein bisschen was passieren und dementsprechend schrittweise Überführung in das Planwertmodell. Hier soll dann im Großen und Ganzen es darauf hinauslaufen, das würde ich jetzt mal schon mal vorgreifen, irgendwo hier steht es, dass die ÜNBs in Absprache mit den VNBs dann jährlich eine Veröffentlichung machen werden, welche Anlagen in das Planwertmodell im Folgejahr praktisch übergehen sollen, bis praktisch Ende 2030 und dann Richtung 2031. Sodass es da jetzt eben einen ja, so stückelhaften Übergang in dieses bessere Modell geben soll, auch entlang des ja, Digitalisierungs-Rollouts und so weiter. Kommunikationsprozesse, wie die zu laufen haben, ein bisschen ne,
nochmal Verweise auf das Funktionieren des Planwertmodells. Höhe der Ausfallarbeit, Pauschalabrechnung wird aufgehoben, ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, weil die Pauschalabrechnung zwar mit geringem Aufwand verbunden ist, aber das doch recht ungenau ist, wie hier steht. Und man kann sich vorstellen, dass pauschale Abrechnung immer ungenau ist. Das ist ja der Sinn davon. Und wer sich noch daran erinnert von damals oder wer sich mit Redispatch beschäftigen muss, weiß ja, es gibt Abrechnungsvarianten wie Spitz und Spitzlight. Und diese Spitzabrechnung soll hier eben verwendet werden. Dafür werden dann verschiedene Datenquellen eben mit aufgerufen. Absolut sinnvoll. Kommunikationsprozesse. Die BNSA will in Zukunft nur noch die wesentlichen Grundlagen klären. Inhaltliche Vorgaben zum bilanziellen Ausgleich. Datenaustausch und wie die EDIFACT oder XML-Kommunikation hier eben dann so laufen hat. Die Netze sollen im Großen und Ganzen das dann möglich machen und weiterentwickeln. Und dann werden die UNBs und andere mir auch nochmal verschiedene Vorlagen wahrscheinlich raushauen. Wird wie immer begründet. Ihr seht auch bisher noch keine Frage. Na, bisher sind das Feststellungen der Bundesnetzagentur. Da kann man sicherlich auch im Prosa-Text ein Feedback dazu geben, aber dazu gibt es keine konkrete Frage. Und eigentlich will die BNSA hier antworten auf die Fragen, die wir gleich unten noch sehen werden. Ja, Marktrollenbeschreibung, wo man eventuell Lieferantenrolle und Einsatzverantwortlichenrolle zusammenwerfen will. Da gibt es verschiedene Ideen hier. Der Einsatzverantwortlichenwechsel, vielleicht auch in einen massengeschäftstauglichen Prozess, was wir uns natürlich auch ein bisschen so vorstellen können, dass Anlagen, die dann hier teilnehmen, vielleicht relativ divers sich in der Vermarktung bewegen und deswegen ein Einsatzverantwortlicher, der praktisch auch der Vermarkter dann wäre, dass der sich eben auch mal wandeln kann und das vielleicht möglichst automatisiert in einem Standardprozess dann auch laufen sollte. Ne? So kann man sich das ungefähr vorstellen und dann gibt es eben hier eine erste Frage. Hier oben, wie gesagt, nüchterne objektive Betrachtung. Bisher haben wir pro steuerbare Ressource, also schlussendlich Anlage oder Anlagenbündelung, die dann steuerbar ist im Kontext des Redispatches, bisher maximal einen Einsatzverantwortlicher. Und stattdessen möchte man aber vielleicht sagen, dass pro Marktlokation genau ein Einsatzverantwortlicher vorhanden sein muss. Marktlokation ist ja die Stelle, wo auch die Vermarktung sozusagen geplant ist. Eine steuerbare Ressource könnte dann eine Bündelung von verschiedenen Malus sein. Und im Prinzip ist es ja auch absolut vorstellbar, dass mehrere Windräder, die gemeinsam gesteuert werden, jedes Windrad in einer anderen Vermarktungsform unterwegs ist und deswegen ein anderer Einsatzverantwortlicher vielleicht auch konkret angesprochen werden könnte. Mal ganz, ganz grob runtergebrochen. Und dann wird hier eben gefragt, ne, macht es Sinn? Wenn nein, wie? Also macht dieser Vorschlag hier schlussendlich Sinn? Wenn nein, wie kann man das ermöglichen? Ne, da kommen wir zur ersten Frage. Stammdaten, Übertragungen, auch hier, wie kann das laufen? Wie können wir die Stammdatenübermittlung möglichst sinnvoll aufbauen? Wir erinnern uns ja auch vielleicht daran, es gibt hier immer den initiale, noch nicht ganz vollständige Stammdatenübermittlung und dann die angereicherten und wie kann man das Ganze eben weiterentwickeln? Abrufprozesse, wie hier die Daten eben oder in welcher Frist sozusagen Daten zu übertragen sind. Anreizkomponente, wie können wir eigentlich Marktteilnehmer und auch die Netze anreizen, hier schön mitzumachen? Da gibt es keine Frage, da gibt es also hier eine Feststellung, wie man es wahrscheinlich machen könnte. Auch da gilt, gerne auch ein bisschen Prosa-Textantwort natürlich dazu packen, was eigene Markterfahrungen zum Beispiel sind. Das ist ja genau das Wertvolle, was sich eine Bundesnetzagentur hier auch wünscht. Und dann kommen wir schlussendlich im Thema Netzbetreiberkoordination auch nochmal zu einer letzten Frage rund um Tests. So, damit, also ob alles funktioniert, so im Großen und Ganzen. Ihr habt ja also eine Handvoll konkreter Fragen und ansonsten diverse Feststellungen und die Bundesnetzagentur sagt eben, hey, bis zum 4.11. gerne dazu eine Antwort schicken. Ja? Es werden ja konkrete Fragen gestellt, um deren Beantwortung wird gebeten. Bitte begründen Sie eine Antwort. Ein Feedback zu den anderen Feststellungen ist natürlich vielleicht auch Teil einer Begründung. Ja, also da kann man vielleicht mit verschiedenen Bezügen auf die Kapitel das auch ganz
rund machen. Das ist eine spannende Entwicklung. Wir kommen jetzt dazu, dass der Redis Patch 2.0 sich tatsächlich mal weiterentwickeln wird. Wir wissen ja auch, es gibt Forschungsprojekte rund um den Redis Patch 3.0, wo dann wahrscheinlich nochmal die Menge an Anlagen und auch die Ansteuerungsmöglichkeiten weiterentwickelt werden sollen. Das geht dann schon in vielerlei Kommunikation, so in Richtung von Internet of Things, Internet of Energy, bis ganz weit runtergebrochen, aber das ist zum Glück noch ein bisschen weiter weg, weil als Branche stehen wir noch lange nicht an so einer Stelle. Wir haben ja nicht mal den Redis Patch 2.0 geschafft, so wie er eigentlich geplant war, mit kompletter bilanzieller Ausgleichsumsetzung. Dementsprechend sind das jetzt hier mal Schritte, die dann ja das Ende, also bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine Regelung aufstellen sollen, wie hier eben die komplette Abwicklung dieser steuerbaren Anlagen und zur Lösung von Engpassvorkommen eben laufen könnte. Und das ist eine absolut sinnvolle Geschichte. Habt ihr dazu Anmerkungen, Fragen, Ideen, dann gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben, damit wir auch hier vielleicht so ein paar Ideen schon mal aufwerfen können, die dann der ein oder andere Marktteilnehmer, der das hier bestimmt sich auch anschaut und unten mal durchliest, auch in seinen Feedbacks mit aufführen könnte. Okay, ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.